Salam alaikum, der Olaf ist da. Ja, ich bin am Anwesen, kommt her, falls was Wichtiges ist. Die wichtigste Sache, wir müssen Outlaw ficken. Achso, ja, wir haben extra auf dich gewartet. Die Outlaws? Die haben an unserem Haus hier gesprayt, an unserem Fernseher, was steht da? Octotabis oder so, glaube ich. Octotabis. Und heute bei der beim Tuning-Treff ist einer gekommen und hat auch gesagt Octotabis und hat uns beleidigt und uns mit dem Finger gezeigt. Die müssen wir ficken. Aber du bist dir sicher, woher weißt du, dass die Outlaws das hier rangesprüht haben? Das weiß ich nicht, aber das ist schon zufällig. Das hat ein Dings gesagt. Beleidigt. Einer von den Artisch hat gesagt, dass sie uns beleidigt haben. Also wollen wir bei den Outlaws einreiten oder wollt ihr hinfahren und erstmal reden? Oder direkt hin und ficken? Nein, einreiten und ich würde auch Artisch dazu rufen, weil wir haben den ja heute Golfen, jetzt sind die dran, sag ich mal. Wie mannstark ist, sind die Outlaws? Ich kenne die nicht. 5 Mann, glaube ich, oder so, 6, 7, keine Ahnung. Irgendwie so. Aber sind die im Bündnis mit dem Lost MC, oder? Nee, Lost ist ja hat doch schon ein Bündnis. Ach so, aber ja, das war mal eine Unterfraktion, ne? Ja, aber das hat trotzdem, dürfen die da nichts machen. Mhm. Mahmoud und Soße, ja? kümmert ihr euch darum, dass wir vollzählig, also mit den Artisch, im Idealfall mit 25 oder 28 Mann zu den Outlaws fahren? Ja, machen wir. Ja, ich will kurz einmal nur zur Polizei fahren und meine Waffe holen. Die schulden mir noch einen Spezialkarabiner, Machete, Klappmesser und, Digga. Hallo? Folgendes, ich wurde am Freitag in Untersuchungshaft gesteckt und mir wurden sämtliche Waffen, die ich besessen habe, abgenommen. Dadurch, dass ich aber einen eingetragenen Waffenschein habe, stand mir schon am Freitag zu, meine beschlagnahmten Waffen wieder mitzunehmen. Das habe ich auch am Freitag nicht mehr gemacht. Gestern war ich nicht in der Stadt, deswegen wollte ich es jetzt machen. Da kommt gleich einer, der dazu befugt ist. Ja, alles klar, dann setze ich mich so lange hin und warte. Ja, ich hätte noch ein Anliegen an Sie, bedingt Ihres Cousin. Ah, von meinem Sohn. Der hätte eine Fahndung und darüber müssen wir halt mal reden. Also nochmal ganz kurz, was war mit Cousin? Also er hat einmal eine schwere Körperverletzung, hatten Sie gerade gesagt? Ja. Ja, das ist eine Fahndung, in der alles die drei Sachen beinhaltet. Aha. Sollte er jetzt hier hinkommen und sich freiwillig stellen, wird das als kooperativ gewertet. Mhm. Und wir haben da einen großen Ermessensspielraum und können dann da, ich sag mal, entgegenkommen. Ich habe jetzt noch nicht heute mit ihm geredet, ich bin eben erst aufgestanden. Ich würde da mit ihm einmal drüber reden. Die Geldstrafe, über was für eine Summe reden wir denn da? So, wir haben einmal die schwere Körperverletzung, die Fahrerflucht, Gefängnisausbruch. Das soll ein 6-Jähriger gemacht haben. Das. Dann, bezüglich der Bußgelder. Ja. Sind wir da bei 134.000. Das, was am schwersten wiegt, hier der Gefängnisausbruch, der wird schon mit 120 geahndet, 120.000. Mhm. Haben Sie hier ein Geldautomat zufälligerweise? Ja. Ja, dann würde ich da erstmal schon mal im Zeichen des guten Willens gleich das Bußgeld bezahlen. Haben Sie noch Scharfschützengewehre hier? Nee, die haben wir nicht mehr. Ah ja, da den ist das. Den nicht nehmen, den nehmen, da ist noch meine Munition drin. Ja, aber Munition müssen sie mir auch geben, die wurden mir auch abgenommen. Eieiei. Ja, der wurde mir alles genommen. Von vorne an. Ich glaube, einen Raketenwerfer hatte ich ja auch noch. Alles haben. Ein Raketenwerfer. Ja. Ein Versuch war es wert. Und die Schlüssel, die Schlüssel für ein Dingo. Für ein Dingo, ja. Die haben ich auch nicht. Dann müssen Sie mal den Herrn Hort fragen. Perfekt, super. Dann schönen Abend noch. Ciao, ciao. Abend. Jo, danke. Ich bin's jeder. Halt die Schnauze. Die Presse, du Priester. Ich haule mir mein Amgeo. Mein Vater holt jeden Tag Milch. Halt die Schnauze, Digga. So, halt die Presse, du kleiner Priester. Schau mal, was ich in der Hand habe. Wenn du mein gefällt dir's? Mein Schwanz ist größer. Kann ich jetzt weiter sehen? Ich übe gerade für meinen Vaters Hochzeit. Der Wichser hat eine neue Frau gefunden. Na, zu Recht. Alle warten auf ihn. Das kann gut sein, dass sie auf mich warten. Aber Bruder, gewisse Sachen haben einen Vorrang. Jo, Olaf, wo steckst du, Digga? Ja, ich komme gerade von der Polizei wieder, Digga. Bin auf dem Weg zum... Bist du nicht mehr beim PD? Ich bin jetzt nicht mehr beim PD. Ich bin 2 Minuten von zu Hause entfernt. Jungs, er ist nicht mehr im PD. Fliegt wieder zum Anwesen. Ich musste, Dings. Bruder, ich musste aus dem Funk raus. Du weißt, wie das ist. Ich hab da so viel belabert. Okay, ja, wir wollen dich hier abholen, Digga. Nee, ich bin in einer.
Ich weiß, Digga, aber auf Cousin war Haftbefehl, auf meinen Sohn, weißt du? Das muss ich kurz klären. Was geht ab, Captain Pimmelberger? Wir sind hier zur Unterstützung. Na, du Wichser? Heute werden Mütter gefickt, ja, Selimenk. Sie können auf uns zählen. Hä? Ich war doch eben noch im Altersheim, Digga, da warst du noch. Wie bist du schnell hierher gekommen, ey? Ich hab mich rausgeschlichen, die Fotzen passen nicht auf, wenn die Pudding verteilen. Ja. Also ich hab, sorry, dass das ein bisschen länger gedauert hat und ich euch warten lassen hab. Ich war beim Police Department und ja, da war viel Gerede und deswegen musste ich kurz aus dem Funk rausgehen. Welchen Funk seid ihr jetzt? Warte, was musstest du? 917. Was musstest du? Ich musste bei der Polizei aus dem Funk rausgehen, weil zu viel gelabert worden ist. Nein, das meine ich nicht. Hast du kurz gesagt? Ich hab kurz gesagt, Rentner, ja. Was heißt kurz? Das heißt auch nicht Jaselemi, du Arschloch. Schnauze. Das heißt Jaselemenk. Ach so. Jaselemenk? Fick dich, du Wichser. Was redest denn da? Was redest du, Habibub? Also wir mitbekommen haben, wir müssen zu den Outlaws, da die uns beleidigt haben. Und auch wenn wir keine Beweise haben, wir gehen davon aus, dass sie bei uns rangespielt haben. Ganz kurz, Rick, Bruder, wolltest du noch irgendwas sagen oder warum stehst du hinter mir? Ich schieb dir Rücken. Scheiß doch, Bruder. Sehr gut, Rick. Guter Mann. Hey, gut. Olaf, mit wie vielen Leuten dürfen wir da einmarschieren? Ich glaube, 28. Mit 28 Mann, aber 25, 25 dürfen nur agieren. Ja. Und die anderen drei, die sollen sich abschießen lassen, oder? Jungs, drei Helis wären crazy, ja, zur Luftüberwachung. Ja. Einfach für die Calls. Ja. Was für drei Helis? Also wir haben einen oder dabei. Zwei, scheißegal, ja. Also es wäre ein Heli, Dreier besetzt, ein guter Flieger, der Rest spottet und die funken durch und das sind die wir nur dürfen aber wir dürfen aber auch aus Helikoptern schießen, ne? Die Frage ist, wie viele Leute sind die Outlaws? Wisst ihr das? Aber, also wir sind 10. Aber haben die ein Bündnis mit irgendjemandem? Ja, mit den Haslern. Okay, also die Outlaws sind meistens 10 oder so, sind voll weniger. Mit den Haslern vielleicht, wenn die in ihrer Prime 10 sind, maximal 22. Wie viele sind? Wir sind maximal 15 Leute jetzt. Und wie viele sind wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, volle 25. Volle 25. Okay, und was werfen wir den Outlaws vor? Wir scheppern die und dann, wenn die hochkommen, wird erstmal vorgeworfen. Finden wir raus, wenn die am Boden liegen. Okay. Nein, Jungs, ey, es ging um einfach eine Respektlosigkeit. Eine sehr große Respektlosigkeit. Mit dem Finger gezeigt und richtig disrespected. Oh mein Gott, solche Rabauken. Ich habe auch noch eine Sache dir zu sagen, Olaf, Digga. Aha. Ich wurde gestern von Frank übelst beleidigt, Digga, damit du Bescheid weißt von dem Platz, ja? Warum? Aha. Er hat mich vom ganzen Würfelpark ausgestellt und vor der ganzen PD und vor der ganzen Bundeswehr. Er meinte, ich werde eine Fotze, Digga. Aha. Und wenn ich noch einmal frech zu seinen Jungs, dass er mich hüten wird. Das Scheiße, kann ich bestätigen, da war ich dabei. Aber welche Aktion waren da? Keine Ahnung, Digga. Einer von seinen Jungs war wahrscheinlich frech, Digga. Und den habe ich meine Meinung gesagt. Ich dir zuliebe, habe ich bis jetzt damit gewartet, sag ich dir so, wie es ist. Was ist deine Meinung dazu? Willst du Frankie und die Platz scheppern oder willst du ein Gespräch suchen? Ich möchte die ficken, die wieder hochholen, nochmal ficken, die nochmal hochholen und zum dritten Mal nochmal ficken. Aber wenn wir wenn wir jetzt wieder über die alle 10.000 Jahre hier reden, dann kommen wir gar nicht mehr zum Dingschen. Nee, ich habe ja nur kurz gefragt, du Wichser. Ja, was ist mit Sepp und was ist mit diesem Uwe? Uwe ist hier. Ich stehe hier. Wo ist Uwe? Hier. Aha, du hast noch nicht mal Hallo gesagt, du Wichser. Ja, ich wollte dich ins Wort fallen. Mein Ganz Gott, kurz, ist er das Ich war Uwes Grundschullehrer, das ist ein lieber das Junge. Ich hab mir Luftballzauber weggenommen. Ganz Uwe. Kurz auch. Das also, ist ein ganz, komplett, ganz netter. Ich hab ihn auch nicht komplett eingekleidet, einfach aus Zeitmangel, ja? Also, wegen deinem Aussehen wurdest du hier nicht aufgenommen, das kann ich schon mal sagen. Doch, gerade deswegen glaube ich das. Er hat eine rackenscharfe Mom, ich höre. Weil er Bilo. Okay. Bevor wir losfahren, wir wollen direkt stürmen oder wollen wir uns an deren Anwesen erstmal stellen? Stürmen. Okay. Ah ja, nee. Let's go. Lass uns ficken. Abfahrt! Ja, Abfahrt, Jungs. Jetzt wird gefickt. Ah, wir ziehen in den Krieg, Cousin. Wer kann mein Gestank aushalten? Ja, Jungs. Soll ich euch mal was sagen? Ja, ich sag dir, es ist wie bei einer Domina. Vor einer Woche waren wir noch 8 Mann und guck mal, mit was für ein Aufriss wir jetzt los haben. Ja, Mann. Ich hab dir gesagt, Bruder, Geduld, Digga, Geduld. Ja, Bruder. Spiegel. Bruder, ich bin richtig aufgeregt. Wieso aufgeregt, hä? Bruder, ich bin richtig nervös, wenn du verstehst, wie ich meine. Genau wie bei deinem ersten Mal. An mein ersten Mal kann ich mich nicht mal mehr erinnern, Digga. Ja, bist du alt, ne? Nee, Bruder, nicht so alt, Digga. Ich war einfach voll gepumpt. Schnauze, Alter, du kaufst dir Sexspielzeug, ich weiß nicht mal, wie man sie benutzen soll, du Vogel.
Hast Gebrauchsanweisung gelesen, der gerade nicht mehr funktioniert. Das hab ich dir im Geheimen gesagt, du Arschloch. Hast du überhaupt nicht, Digga. Doch, Digga. Nee. Das merkt mir im Negativ, Digga. Das merkt mir im Negativ. Ja. Bleib stehen hier, komm. Die hauen ab. Alle raus. Die hauen ab. Komm, alle rein. Pass auf, an der Mauer ist einer. Zwei liegen von dem Typ, der abgehauen ist. Zwei liegen. Kommt auf mich! Das ist der von den Autos, der Heli. Ah, da liegt, der ist fast kaputt, die Lampen hier. Ich push, ey, kommt jemand mit zum Heli pushen? Ja, wir kommen. Keiner pusht alleine, wir sind alle in der Masse. Da haben wir die Leute schon weggemacht. Ja gut, dann ist ja hier alles clear, oder? Was sagt ihr? Deren Bündnis ist Hassler. Wenn die Scheiße bei uns sind, wir Hassler mit in die Scheiße. Das ist immer so. Was sagt ihr? Wir picken jetzt noch Hassler dazu. Cousin gegen Backen. Erstmal gucken, wie viele Leute von uns liegen, Digga, und Krankenwagen holen. Hört mir mal kurz zu, okay? Ich bin immer noch der Caller. Ich will, dass das jeder respektiert und jeder auf mich hört. Wir treffen uns jetzt alle wieder bei dem Anwesen von Auto. Die Hütte. Jeder sofort dahin. Okay, gehen wir zu Hassler, weil das Partner ist, oder sollen wir zu dem Platz? Marcel, wir sind schneller. Auf jeden Fall müssen wir den Platz aufficken, aber die Hassler... Ja, dann hast du den Platz, weil die Hassler war auch eigentlich immer korrekt. Da die Hasslers nicht hier sind und nicht helfen, also ich würde schon bereit sein, zu dem Platz zu gehen, Digga. Wenn du sagst, sie waren respektlos und du hast es versucht, mit Worten zu klären. Mir tut es halt nur weh, weil mein altes Verhältnis zu denen hat und ich kenne auch deren Gelände. Es ist schwer, das Gelände zu stemmen. Guck mal, wir haben hier gerade schon eine Fraktion gescheppert. Das spricht sich hier rum. So, was hältst du vom Alternativvorschlag, wenn wir einfach zu den fahren mit allem Mann stärker und uns vorne hinstellen? Wir beide im Vordergrund am Reden, die anderen im Hintergrund schussbereit. Okay, guck mal, wir fordern eine richtige Entschuldigung und wir fordern noch irgendwas, dass du damit du glücklich bist, okay? Kannst du selber fordern. Und wenn die das nicht eingehen, danach müssen wir was machen. Okay, genau. Haben wir auch reden probiert, oder? Aber Olaf rechnet damit, dass ich dann aggressiver werde und die Freizucker, ja? Leute, die überlebt haben, ja? Okay, wunderbar. Dann, okay, weiter. Alle Leute, Fahrzeuge. Wir fahren jetzt zu dem Platz. Marcel und ich werden uns ans Tor stellen und reden. Wenn welche zum Reden da sind. Ihr baut euch hinter uns auf, dass ihr das Grundstück ein wenig in Übersicht habt, die Dächer und alles drum und dran. Es könnte sein, dass wir schießen. Wir fahren jetzt erstmal nur hin zum Reden, weil es alte Bekannte sind und wir keine Lust haben auf Kopfschmerzerei eigentlich. Aber wenn es sein muss, schießen wir auch. Wir fahren jetzt drauf, wir sind jetzt bei denen da. Versucht ein bisschen näher zu kommen. Vielleicht ein Gebäude oder so. Ich hab Kopfschmerzen, die Lost sind da. Nein, du bleibst jetzt da, wo du bist, Digga. Jo. Ey, was geht, Digga? Was geht? Ist Frank da? Frank, bist du da? Moin, Männers. Moin. Guck mal kurz durch. Ey, wer gerade im Haus ist, ruf mal kurz Frank weg. Frank geht gar nicht dran, kann sein, dass der ein Gedanken ist. Wo ist denn dann der Vize-Oti von denen? Wie heißt denn der? Meinst du Sepp? Ah ja, genau. Ist der da? Ich glaube, der ist nicht wach, ne? Also, wir haben den jetzt auch schon länger nicht gesehen. Irgendwas passiert zwischen euch und dem Platz? Nee, wir suchen nur ein Gespräch. Aber dann, wenn die OGs nicht da sind, also die Vize und der Vize, der Haupt, dann können wir auch nicht mit denen reden, oder? Ja, ich sag denen, der soll sich dann bei euch melden, wenn er wieder da ist. Okay, alles klar. Komm mal mit, Marcel, bitte. Also es wäre ziemlich schwachsinnig, jetzt sich mit denen Lost anzulegen, beziehungsweise gegen die zu schießen. Gegen die haben wir nichts. Also aktuell nicht. Nö, ich erinnere mich jetzt auch nicht, dass da irgendwas vorgefallen ist, Digga. Doch, macht es doch am meisten Sinn, Jungs, wenn wir warten, bis einer von denen am Start ist, oder? Wir können ja später auch nochmal hierher kommen. Das stimmt. Dann geht mal durch Funk durch, dass alle sich zurückziehen. Alle ziehen sich zurück, jeder Fahrzeug wieder weg. Ich würde vorschlagen, wir fahren noch zu dem Hassler-Anwesen und suchen das Gespräch, Digga. Was haltet ihr? Ja. So, Jungs, alle zum Hassler-Anwesen. Wir suchen das Gespräch dort, ja? So, da sind die doch alle. Rein da. Also Hasslers. Jungs, erstmal stillgestanden, keine Waffen, ja? Ey, ich komme schneller. Wer jetzt redet, kriegt Stress mit mir. Digga, das sind wichtige Informationen, haltet mal die Fressen. So, hört mir mal zu. Wir haben gerade die Autos gescheppert, Jungs, ja? Wir haben die Autos weggescheppert und sind hier im Frieden da, weil ich weiß, ihr seid korrekt mit uns, Digga. Und ich habe jetzt auch gehört, dass ihr interne Probleme habt. Und ich würde vorschlagen, ihr klärt erstmal eure internen Probleme, ja? Und wisset, dass wir euch nicht abknallen werden, nur weil ihr die Bündnispartner von Outlaws seid, ja? Das wollte ich euch sagen. Okay? Alles gut. Klärt eure internen Probleme, Digga. Und es wäre schade, wenn ihr nicht weitermachen würdet. Sag ich euch so, wie es ist, Digga. Okay? Das zieht euer Ding durch, Digga. Ja. Ihr schafft das schon, ja? Ist das ein Polizeiheli da, oder was? Danke dir. Aber, okay. Harris. Jo. Ciao. Ich zieh dich immer noch ab, Alter. Du schuldest mir immer noch 3 Jahre. Ja, und falls ihr euch auflösen solltet, die da hinten hat gerne Ding. Bei uns ist immer ein Platz für sie, ja? Ja. Die da hinten auch, Digga.
Jalla. Ciao, ihr zwei hübschen Leuten. Fahr weg, fahr weg, fahr weg. Alle jetzt wieder zum Anwesen. Die haben interne Probleme, Soße. Die sind irgendwie davor, sich aufzulösen. Der lacht noch am Berg. Ja, jetzt kann man damit sich komplett auflösen. Ja. Yo, Soße, alles gut bei dem Platz? Ja, alles. Wir haben alles geklärt mit Frank. Und Frank hatte auch gar kein Problem, Olaf, wie ich dir gesagt habe. Ja, alles gut, Digga, alles gut. Finde ich gut, dass ihr da wart. Lass uns doch jetzt einfach nochmal alle sammeln, nochmal zu den Outlaws fahren und die nochmal ficken. Ja. Und kommt der Ortlos, alle hier. Hustler und aber auch, ich glaube, da waren auch die zwei. Wie heißen die denn nochmal? Die andere Biker-Gang halt. Hey, was hier los, Digga? Wir waren mit. Was geht kurze ab, Info. Kurze Info. Die Outlaws gibt's nicht mehr. Wir machen eine Verabschiedungstour. Letztes Mal mit den Bikes. Da haben wir die richtig gefickt, Junge. Ey, Jungs, wir haben euch gebrochen. Warum gibt es die Outlaws nicht mehr? Die einen sich dazu entschlossen haben, sich aufzulösen. Ja. Kann ich euren BMW abschieben? Das ist die Abschiedsfahrt. Genau. Jo, sind ein paar Outlaws noch bei euch hier gerade? Nein, es gibt keine Outlaws. Die gibt es nicht mehr. Es gibt nichts mehr. Okay. Outlaws existiert nicht mehr. Ja, die sollen uns mal deren Waffen noch geben. Wir wollten gerade noch mal hinfahren, Digga. Vielleicht sollten wir alle den Respekt zollen, die jetzt nicht mehr unter uns bleiben. Also gut, ich oder die ganzen Familien, die gerade hinter mir stehen, wir sind hier hingekommen, um einfach den Respekt gegenüber anderen Familien auszusprechen, dass es nicht immer heißt, jeder muss sich hassen oder jeder muss sich lieben, aber ein gewisser Respekt, der gegenüber vielen Familien nicht steht, muss meinerseits vorhanden sein und genau das, was wir hier gerade machen, steht für mich als respektvoll, als Loyalitätsbeweisung. Das ist so schön, dass jeder Einzelne hier hinter mir mitmacht, um einfach zu zeigen, wer die Outlaws waren oder einfach deutsche und Gürtel, Alter, wie sie den Staat bereichert haben. Mhm. Also, ja, ist auf jeden Fall interessant. Finde ich. Wir haben halt sehr viel gemacht. Wir haben ja vorhin schon gezeigt, als wir bei euch waren, dass wir nicht nur auf Stress aus sind, sondern auch viel Liebe haben. Aber ihr könnt natürlich verstehen, dass wir jetzt nicht unbedingt hinterherfahren, nachdem wir eben erst bei denen waren und Nee, natürlich nicht. Aber wir zollen trotzdem natürlich den Respekt. Okay, das alles war klar. Meine Intention. Gut, ich wünsche euch einen schönen Abend. Lasst euch gut gehen, Mann. Passt auf euch auf. Passt auf euch auf. Viel Spaß euch. Ciao, ciao. Bruder, einfach, wir scheppern die Outlaws, Digga, und sie lösen sich auf. Ja, das ist nochmal Marcel, oder? Jo. Hallo? Ja? Ja, klar. Jo, bist du noch wach? Ja. Wir cruisen hier gerade mit Theo. Hast du Bock dazu zu treffen, Digga? Ja, ich hab gerade. Ich hab gerade schon deine Position im Navi eingegeben. Du bist jetzt auf dem Weg zum Anwesen, ne? Nee, wir sind hoch auf den Berge weitergefahren, Digga. Bist du mit Motorrad? Ja, mit Straßenrennmaschine. Ja. Okay, gut, weil wir sind langsam unterwegs. Du solltest uns easy einholen, ja? Gib mal die Position. Also, geradeaus weiter am Anwesen vorbei seid. Einfach immer geradeaus. Einfach okay, geradeaus. Ich bin gleich da, Digga. Jalla, bis gleich. Ja, bis gleich. Halt deine Schnauze, du Wichser, Digga. Ein echter Polizist. Ja, ein echter. Das ist durch. Hi, ich bin Norbert und wer bist du? Olaf, bist du das? Kann ich reden. Ah ja, das ist Olaf. Es geht. Hallo? Hallo? Hi. Hallo, wir sind da. Was macht ihr? Hey Norbert, du bist ja ein Gangster, oder? Ja. Wir genießen die Aussicht, Alter, Olaf. Ich finde, deine Stotteranfälle gehen länger als deine Geheimratsecken, Alter. Das war gemein. Oder deine Freunde. Oder deine Freundin. Der Norbert ist 25 Jahre alt. Ja. Moin Norbert, bist du neu in der Stadt, oder? 25. Ja, ich habe einen Bruder hier, aber ich bin neu, ja. Das ist mein Sohn. Mhm. Der aus der... Nein, das ist Bruno. Norbert habe ich adoptiert. Der erinnert mich an gute alte Zeiten mit meinem Kind, Junge. Ja. Das ist mein Junge. Aber warte mal, ist dein... Jo, was los? Ist dein Kind nicht dieses... Ja, Bruno, das Inzestkind. Du kannst es ruhig aussprechen. Weiter. Ist so. Was ist geworden aus dem? Den geht's gut. Die Mutti kümmert sich. Meine Schwester. Wie ist... Wie ist dein Name? Dreimal alle mundtot. Ich bin Norbert und das ist Theo. Van Eyge. Mhm. Von Hurensohn, Mann. Das ist vorbei. Das ist vorbei? Ja, ja. Mich schön verarscht, Junge. Weiß er mittlerweile, was das heißt? Ja, mittlerweile weiß ich. Natürlich weiß ich das. Das heißt, meine Mutter ist eine Käufliche. Es stimmt zwar, aber das passt nicht mehr zu mir. Ey, das tut mir leid, Digga, dass ich dich so genannt habe. Kein Problem, Jungs. Es tut mir leid. Was habt ihr heute vor? Auch nicht, Bruder. Ich hab dich angerufen, weil ich ein bisschen den Kopf frei machen wollte. Bisschen chillen, ja? Ja, ein bisschen chillen. Was ist ein Ohr? So, Jungs, ihr seht gerade ganz... Oh, was schießt du denn hier rum, Jungs? Was dein Vater ist. Leuchtpistole. Ich hab auch mal so eine Pistole, kann ich das haben? Kannst du mir das Geld in einmal schießen? Aber nicht, dass du auf deinen Sohn schießt, Digga. Hier. Das stimmt. Hast du ein Munitionspaket? Wie geht das denn? Nein, hab ich... Oh, Junge, wie geht das denn? Hier. Bam! Ey! Olaf, geh da weg! Oh! Oh nein!
Wegen diesem Wichser, Digga, aber damit der Leuchtschießton ist so doof rumschreien, Digga. So ein Wichser, Digga. Du warst doch selber ruhig, ich hab richtig Optik geschoben, Alter. Ich hab übelst Nasenblut geschoben, Mann. Dass er mich trifft. Das war auch das letzte Mal, dass ich Theo irgendwas in die Hand drückt, Digga. Oh mein Gott, ich hab mich verstanden. Oh mein Gott. Digga, jetzt liegt Soße neben mir, Alter. Was ist denn da passiert, Bruder? Ich mach mir schnell ein Toastbrot. Ich glaube, das dauert sowieso noch einen Augenblick länger. Ey, Antoine, schau mal, wie die da liegen. Bitte, geh mal hier hoch, Digga. Ey, Digga, wie kann man so scheiße sein? Ich verstehe das nicht, Digga. Warum gehen die auch auf diesen Reling? Wie bescheuert sind die eigentlich? Bruder, warum liege ich denn da immer noch? Digga, warum liegt Theo denn da? Warum liegen denn vier Leute da? Was ist denn in der Zeit passiert, Digga? Hä? Digga, warum viel... Ey, Bruder, okay. Ja, aber, ja, okay. Vier Leute liegen da. 1, 2, 3, 4. Mann, 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 wie kann man so dumm sein, Digga? Das kannst du dir halt wieder nicht ausdenken, Mann. Solche Dullis, Digga. Ja, halt deine Schnauze, Digga. So, ich bin mit der Reanimation. So. Warum liegen hier so viele auf dem Boden? Wir waren da oben und ihr seid einfach runter. Armatur bei einer Arme. So, der Patient im Mittelland ist leider verstorben. Ja, die anderen sind... Wieso ist der Luft los? Du Schmutz! Du Nuttenbläger, ja! Gib ihm ein bisschen Trinkgeld, ja? Für... Ah, vielen Dank. Bitteschön, hier. Habe sie was zu essen und nichts. Gracias, gracias. Boah, hätte ich jetzt doll gerüttelt, wäre die Milch wieder mit hochgekommen. Ich fahr wieder hoch auf die Brücke. Wollen wir eine Wette um 100.000 machen? Okay, um was machen? Hier steht noch das Motorrad von Soße. Du weißt doch, wo unser Anwesen ist, ne? Du weißt doch, wo unser Anwesen da ist, oder was? Ja, genau, richtig. Ich weiß aber nicht, wo das ist, verdammte Kacke. Dann öffne Google Maps. Ja. Wir treffen uns bei 5041. Muss ich erstmal finden, Junge. Ja, einfach die Straße runter. Straße runter. Das sind 2,22 Kilometer. Und das sagt mir doch, dass es einfach geradeaus ist. Ja, ja. Okay, 100.000 Euro. 100.000 Euro, wer als erstes da ist. Ja, warte aber auf mich. Ich darf aber ein bisschen vorfahren. Nee, nichts vorfahren. Wir fahren bei. Warte mal, ey! Digga, der fährt einfach los. Also, Digga. Digga, das zählt ja überhaupt nicht. So ein 30er. Der ist einfach vorgefahren, Digga. Da wird das so oder so nicht heil ankommen, so wie ich den kenne. Das ist. Bruder. Digga, wo ist er denn? Wo ist er hin, Digga? Yo! Hä? Wo hast du Theo gelassen? Ich hab mit ihm eine Wette gemacht, wer als erstes am Anwesen ist, Digga. Und ich war seit 10 Minuten. Ach so. Er hat Soße sein Motorrad genommen. Ich glaube, er ist irgendwo ins Meer gesprungen. Er ist tot, Digga. Sag ich dir, so wie es ist. Ich hab den nicht gesehen auf dem Weg hier. Ja, vielleicht ist aber auch nur ins Wasser gefallen. Wie, nur ins Wasser gefallen? Ja, hat die Kurve nicht bekommen. Ja, die Kurve. Dann ruf ihn an. Ruf ihn mal an. Wenn er nicht rangeht, wissen wir Bescheid. Warte, ich ruf ihn an. Theo, wir machen uns gerade Sorgen um dich. Wo steckst du, Digga? Du musst laufen. Du bist ins Wasser gefallen. Olaf hat's gecallt, Digga. 100.000 gewonnen. 100.000 RIP, Theo, Digga. Sag ich dir, so wie es ist. Ah, da ist... Oh, ich bin als Erster da, wunderbar. Nee. Am Arsch bist du als Erster da, Digga. Wo bist du denn? Ich bin nicht schon suchen gefahren. Ich bin hier, wo bist du denn? Ja, okay, dann scheiß drauf, Digga. Komischerweise stand ich gerade neben Marcel Heris, als er dich angerufen hat. Du hast gesagt, du bist im Wasser gelandet. Ich hab Spaß gemacht, ich krieg 100.000. Ja, wo ist denn das Motorrad? 100.000? Wo ist das Motorrad? Weggefahren. Ja. Okay, Theo, wenn du so einer bist. Nein, Junge, du kriegst dein Geld, ich war schwimmen, wunderbar. Ja. Luisa? Ja? Jetzt schweigen wir dahin, Digga. Jungs, redet mal leiser, Digga. Ruhig, ja. Digga, ruhig. Mach dir keinen Stress. Wollen wir vielleicht mal so schwimmen gehen? Tut mir leid, bist gar nicht mein Typ. Ey, aber ich bin stolz auf dich, Mann. Du hast es geschafft, du hast gefragt, Digga. Und ja. Na, das klappt ja nicht immer beim ersten Mal. Ja, Norbert, wir können alle in den Pool. Oha, Norbert, willst du im Pool? Du musst in die andere Ecke, weit weg von mir, gegenüber. Mit Luisa? Ja? Ganz weit weg von mir. Neben mir, weißt du das, wenn du furzt, dass da so Blubberblasen hochkommen? Oh Gott. Nee, also... Hey! Vielleicht gehen wir in so einen Whirlpool, so, ja. Ja, wir haben einen Whirlpool, aber ich sag ja, du gehst in die eine Ecke, ich geh in die andere Ecke. Hast du eine Badehose mit? Ja,
Ich kann ja auch einfach Hose ausziehen, ja. Ja, komm auf. Hey, wir gehen im Pool. Oha. Du musst in die andere Ecke, Luisa, Kollege. Im Bikini siehst du echt gut aus. Ja, aber du musst trotzdem in der anderen Ecke bleiben, ja? Komm, Norbert, du wolltest mich kennenlernen. Hau raus. Was willst du wissen? Oh Gott, Theo, kannst du dich wieder anziehen, bitte? Wieso sieht das nicht schön aus? Nee. Bruder Theo, das ist ja schrecklich, Mann. Ich würde dich bitten, dass du dich wieder anziehst. Kümmerst du dich gut um meinen Sohn, Norbert? Darf ich Schuhe anlassen? Ich hab Fußpelz. Nee, Schuhe aus, Arschloch. Okay. Norbert, jetzt Entschuldigung. Du wolltest mich kennenlernen, ja? Ja, also, aber die Schleife muss anbleiben, was machst du so? Hab ich. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Die Schleife ist drin. Ja, also, ich hab viel Geld, aber ich habe auch viel bei meinem Papa immer. Was passiert da mit dem? Und was machst du so beruflich, Norbert? Ja, ich hier meist hat so schöne Hintergrundmusik, also, ja. Die nicht so MCA-mäßig ist. Mhm. Zeig mal deine Waffe. Die yo, Schusswaffe, halt die Fresse. Oha. Bitch. Oha. Hast du gerade den Dreck gemacht? Aua. Jetzt haben wir Spaß. Norbert. Jetzt müssen wir noch ein paar Details besprechen. Wie alt bist du? Ich bin 24. 24, okay. Ja. Und was sind so deine Hobbys? Ja, also, ich treffe mich gern mit Freunden und ich fahre auch gern schnelle Autos und gebe Geld aus und so. Norbert, komm mal mit, ja? Oha, jetzt geht's rund, okay, Alter. Okay, Luisa. Huch. Oha. Ich kann mich nicht bewegen. Norbert, hör mir zu, nur mit Gummi. Ja, okay, Papa. Wunderbar. Was haben die jetzt schon Toten gefickt? Haben wir. Wie schnell ging das? Ja, hat überhaupt niemand gefickt, mein Freund. Okay, Digga. Okay. Jetzt weißt du, was Okay, Digga, ich wusste nicht, dass die Leuchtkugeln eine spezielle Fähigkeit haben, Alter. Ich dachte schon, warum brenne ich im Bad? Irgendwas stimmt nicht hier. Ja, okay. Oder Gekki? Okay. Oder Olaf ist dabei. Oh, wie sieht der denn aus? Der darf nichts wissen davon. Oh. Hey! Ja. Voice Crack, ich fick dich jetzt und deine Mutter. Verpiss dich, Junge. Zebra, hörst du auf! Oh nein! Ja, nein! Ja, nein! Oh! Jo! Jo! Norbert wollte mich umlegen! Alter, Norbert wollte mich umlegen, der Wichser! Er wollte mir eine Brechstange gegen den Kopf hauen! Ernsthaft? Norbert, ich schwöre es dir, aber er hat mich getroffen! Komm, wir schimpfen mit ihm! Los! Norbert! So enttäuscht von dir. Ja, Norbert, das geht's nicht. Gekki ist unser Freund. Mich umbringen lassen. Ja. Von einem Norbert. Ja. Ich wollte dich nicht umbringen lassen. Norbert. Norbi wollte dich umbringen. Ja, ich bin Norbert. Fick dich, du Fixer. Cracky. Ja? Nur noch mal als kleine Randnotiz. Agatha ist im Rang immer noch höher, ne, als du. Aber darf ich... Ich bin trotzdem enttäuscht von dir. Ja, Bruder. Aber... Wenn's drauf ankommt, fick dich, Agatha, und nicht du sie. Verstehst du das? Ja, natürlich. Ja. Aber den Wichser ficke ich halt. Komm, komm, mach ihn platt, hau Norbert. Gekki. Was? Wir müssen los. Ich wünsche eine gute Nacht. Munter Lauf in den Chat, ich lasse euch gut gehen. Kuss, bleibt gesund.